Danke, Stefan. Vielen Dank, dass ihr so tapfer seid, trotz Regen und Wind und allen Kältenunterschieden immer dazustehen. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte auch Leipzig zurückgrüßen und ein positives Bild zurückschicken und sagen, Leipzig wird nie mehr in Schutt und Asche liegen. Das wünschen wir und das wissen wir. Und wir bedanken uns für die Grüße zurück. Danke. Wir gehen jetzt gleich ohne Pause zum Open Mic Block über. Und da möchte ich einen Gast aus Klagenfurt vorstellen, den Marian, der dort bei den Mahnwachen, die aber anders heißen, ist. Ja, hallo liebe Friedensaktivisten. Dankeschön. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße von der Montagsharmonie Klagenfurt. So heißt es bei uns. Wir nennen uns Montagsharmonie, weil uns bewusst ist, dass Sprache wirkt. Sprache ist ein unglaublich mächtiges Instrument. Man kann das wie ein Taschenmesser vergleichen. Ja, ich kann damit Brot schneiden, kann damit aber ein Negatives machen, ich kann mit Sprache ganze Friedensbewegungen spalten. Das ist möglich. Und deswegen, letzte Woche war der Andreas Popp bei uns in Kärnten und da habe ich gefragt, Andreas, was können wir machen positiv, wie können wir diesen Spaltung und diesen Zerfall positiv entgegenwirken? Und er hat uns zwei Antworten gegeben. Als erstes hat er gesagt, wir müssen, wenn wir miteinander sprechen, uns muss, also das ist jetzt meine Interpretation davon, wer das sieht, uns klar sein, dass beim anderen irgendwas ankommt, aber nicht das, was wir meinen, was wir sagen. Also einem konkreten Beispiel. Eine Patientin hat er mir davon erzählt, dass sie mit 13 Jahren das erste Mal in einen Jungen verliebt war. Und sie wollte diesem Jungen ihre Liebe zeigen. Und was macht man, wenn man 13 Jahre alt ist, das erste Mal verliebt und dem Jungen die Liebe zeigen will? Was meint ihr? So spontan. Da, fast. Also sie ist hingegangen und hat einmal Watschen gegeben. Warum? Das war ihr Begriff von Liebe. Das hat sie gelernt im Elternhaus. Und das ist, und da merkt man, das Wort Liebe, was ja bei uns positiv konnotiert ist, kann bei irgendeinem anderen Menschen einfach sogar mit Gewalt assoziiert werden. Das ist möglich. Das heißt, Sprache ist nichts Objektives, es ist höchst subjektiv. Jeder versteht etwas anderes, egal was ich sage. Und deswegen meint er, müssen wir die Wörter definieren, die wir verwenden. Egal, ob es das Wort national ist oder alle Menschen. Wenn wir von allen Menschen sprechen, ist bei vielen die Assoziation, wir sind die 99%. Und dieser Meinung bin ich nicht. Ich bin der Meinung, wir sind die 100%. Wir sind die 99% würde bedeuten, wir schließen 1% aus. Würde bedeuten, eigentlich sind wir nicht für alle, eigentlich sind wir nur für so einen elitären Kern, aber das ein großer elitärer Kern wäre. Und das, glaube ich, kann nicht zufrieden führen. Zufrieden kann führen, und das ist der zweite Punkt, den Andreas Popp gesprochen hat, wenn wir eine gemeinsame Vision haben. Weil ich muss mich nicht mit jedem von euch verstehen. Es kann sogar sein, dass ich irgendjemand von euch gar nicht leiden kann, aber wenn wir die gemeinsame Vision haben, nämlich in Frieden, Weltfrieden, auf diesem Planeten zu leben, kann uns das einen. Und wenn uns dann noch... Dankeschön. Und diese Vision, die muss einfach geil sein, und ich muss sagen, also ich finde die Idee des Ausbruchs des ersten Weltfriedens total geil, also das ist ein Hammer. Und wenn wir das haben, ist es vollkommen egal, ob es dort und da Konflikte gibt. Also ich war jetzt in vielen Orgas der Mahnwache und es gibt überall Konflikte, muss ich jetzt sagen. Oder anders Wort für Konflikt ist Wachstumschance, Wachstummöglichkeit. Und die können wir einfach nutzen, wenn wir im Dialog bleiben, wenn wir definieren, was wir sagen. Ich habe mit jemandem gesprochen über zusammenfallende Gebäude und sobald, also über drei Hochhäuser, die halt zusammenfallen, und sobald das Wort Verschwörung zurückgefallen ist, ist es aus gewesen. Habe ich gesagt, na, vergessen wir das einmal, sehen wir es mal von anderen Seiten, sehen wir mal so geopolitisch. Wie schaut es denn geopolitisch aus bei diesen Ländern und sowieso und überhaupt? Und wir hat das absolut zu 100% nachvollziehen können und wir waren uns derselben Meinung, wie wir über geopolitische Interessen von Amerika gesprochen haben. Das war absolut klar. Aber sobald ein Wort, nämlich Verschwörungstheorie, fällt was aus. Und dann ist ganz klar, mit diesen Menschen rede ich genau gleich wie mit allen anderen, über bestimmte Wörter verwende ich da nicht. Wenn mir klar ist, bei dem kommt es irgendwie, also ich habe dann nach der Definition gefragt, was Verschwörungstheorie ist. Und seine Definition von Verschwörungstheorie war, das sind schwachsinnige Nonsens-Theorien, die falsch sind. Ich habe gesagt, achso, nein, schwachsinnige Nonsens-Theorien, die falsch sind, glaube ich nicht. Aber ich nehme diese Definition an und wir gehen jetzt einfach von einem anderen Blickwinkel an.
Das heißt, das sind diese zwei Punkte. Wenn wir miteinander reden, muss uns klar sein, beim anderen kommt es irgendwie an. Wir müssen uns da irgendwie miteinander schauen, wo haben wir was Verbindendes. Und dann diese gemeinsame Vision. Und dann ist mir wichtig, wenn wir am 6. Dezember hier 1 Million Menschen sind, zum Beispiel, das ist meine große Vision, dann glaube ich, diese 1 Million Menschen, die macht es nicht, die verändert nichts. Das ist in der City of London oder irgendwo vollkommen egal, ob da jetzt 1 Million Menschen stehen oder nicht. Aber wenn diese 1 Million Menschen eine gemeinsame Vision haben, und nach dieser auch handeln, das heißt anders konsumieren, anders mit Menschen umgehen, in Dialog gehen, dann hat das Potenzial und dann hat es nicht nur, dann hat es nicht nur Potenzial, sondern also wir haben die in Klagenfurt die Plattform gegründet, montagsharmonie.net. Und auf montagsharmonie.net/forum ist die Idee, dass wir uns erstmal austauschen können. Also lokal, hier gibt es einen eigenen Bereich Wien und einen eigenen Bereich Salzburg und so weiter. Aber auch Projekte gemeinsam organisieren können. Wir können jetzt schon anfangen, das Leben zu leben, das wir leben wollen. Wir können jetzt, es sind ja 80, 90 Leute, wir können jetzt schon sagen, hey, wäre mal autark möglich. Gibt es einen Tischler, passt, dann macht auch sofort ja alles, ja, braucht man nicht mehr. Und von dem her, wenn ihr Interesse habt, registriert sich einfach auf montagsharmonie.net/forum. Ihr könnt alle Wünsche, die ihr habt, welche Bereiche in dem Forum haben wir jetzt etc., werdet dem nachgehen, einfach auf Facebook, Jerome Morrow heißt er, oder auch im Forum einfach schreiben. Der geht allen Wünschen nach und dort die Idee ist, einfach Projekte umzusetzen, ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen und wie Gandhi schon gesagt hat, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. In diesem Sinne schafft man eine Vision, die ausschließlich für etwas ist. Und jetzt noch was ganz Egoistisches, ich brauche noch einen Schlafplatz für heute und für morgen. Wenn jemand zufälligerweise einen Schlafplatz hat, sehr schön, dann wäre ich sehr verbunden. Dankeschön. Danke. Es waren übrigens mehr als 3 zusammenfallende Gebäude. Wisst ihr das? Da gab es noch ein viertes, das ist so komisch implodiert. Also das war ganz eine eigenartige Geschichte. Es ist so ein Krater übrig geblieben. Ist aber nichts draufgefallen. Ja, jetzt kommt jemand, der da überhaupt nicht fehlen darf. Er heißt Tom. Ja, und der macht Schluss mit dem Ernst, okay? Die Welt ist natürlich auch lustig, oder? Es gibt nicht nur die brutalen Kriege in Syrien und Ostukraine. Es gibt auch Österreich, richtig, Österreich. Ja, im Vorarlberg hat die EVP die absolute verloren. Ja, und heute schreiben alle Zeitungen, ja, eigentlich nach diesem Verlust ist Erwin Bröll in Niederösterreich der letzte absolutistisch regierende Landeshauptmann in Österreich. Das muss man sich ab der Zunge zergehen lassen. Ja, also Niederösterreich wird absolutistisch regiert und eigentlich will ich jetzt etwas Provokantes sagen, nämlich, dass Kirgisien, Georgien oder Turkmenistan viel demokratischer sind als Niederösterreich, weil dort in den letzten 200 oder 300 Jahren mindestens einmal die Macht Clique abgelöst wurde. In allen diesen Staaten, aber nicht in Niederösterreich. In Niederösterreich gibt es eine erbliche Monarchie, schon seit dem 17. Jahrhundert. Immer wieder der nächste Vertreter dieser Machtklicke wird weiter regieren. Ja, und so wird es weitergehen. Ist da jemand, der glaubt, dass es in 100 Jahren aufhört? Das nicht, nein. Niederösterreich ist fest in der EVP-Hand. So. Ja, es gibt andere lustige Themen. Ja. Diese junge Frau, die da Flitterwochen mit dem Lugner macht, ne? Ja, also man kann sich nicht wundern, das ist die Art, wie kann sonst eine junge, hübsche Frau
innerhalb von wenigen Tagen in alle Zeitungen und alle Fernsehstationen kommen. Ne? Natürlich, so geht das. Sie geht mit Lugner und ist schon passiert. Ja. Es gibt noch eine lustige Nachricht. Die ist weltweit von Bedeutung. Alibaba, habe ich schon vor einer Woche angekündigt. Jawohl, Alibaba, diese chinesische Firma, hat alle amerikanischen Konkurrenten eigentlich weggesteckt, so wie Amazon oder eBay, und hat den größten Börsengang der Geschichte erreicht. Okay, das dürfte wirklich ein Symbol sein von Ende der amerikanischen Hegemonie. Wenn das geht, na dann gute Nacht Amerika. Ja, Ostukraine. Es kommen immer bessere Nachrichten von dort. In den letzten 3 Monaten war die Anzahl der Toten täglich auf beiden Seiten im Schnitt so zwischen 100 und 300 pro Tag Tote, nicht verletzte, natürlich viel mehr. Seit dem Waffenstillstand vor 3 Wochen, nach dem 5. September, hat sich die Zahl der Toten pro Tag auf 10 reduziert. Das war schon sehr gut vor einer Woche. Und jetzt, bitte aktuelle Nachricht, gestern, vorgestern, nur noch 4 Tote in Ostukraine in 24 Stunden. Ja, der Grund dürfte sein, wer kommt drauf? Naja, heute hat der ukrainische Präsident Poroschenko ganz offiziell zugegeben, 65% der ukrainischen Kriegstechnik wurde bereits vernichtet, das heißt auch Munition, Raketen und alles. Also die Ukraine hat einfach keine Raketen, um auf die Großstädte Donetsk und Lugansk zu schießen, und das ist der Grund für diese positive Entwicklung.